Mein Forschungsgebiet ist die theoretische Chemie und die Quantenchemie im Speziellen. Wir forschen daran, die Kräfte zwischen Atomen und Molekülen mit Computersimulationen zu berechnen. Und was wir eigentlich tun, ist eine Art Supermikroskop in dem Computer aufzubauen. Und wir können so mit einer sehr, sehr hohen Auflösung untersuchen, was bei chemischen Reaktionen passiert. Unsere Wissenschaft wird sich stärker noch entwickeln, dass sie wirklich Eigenschaften berechnen kann, die man auch fühlen kann. Sowas wie Farbe, Festigkeit von Materialien und wird sich noch stärker von kleinen Systemen zu größeren entwickeln. Der Leibniz-Preis bedeutet natürlich erstmal für einen persönlich eine unheimliche Bestätigung der Arbeit, die man getan hat. Und man wird auch natürlich belohnt für harte Tage oder Wochen, manchmal noch länger, in denen es nicht so gut funktioniert hat.